is the power. Asura ist mächtig stinkig, aber wer kann's ihm verübeln? Unser Titelheld kehrt aus dem Krieg zurück, findet seinen König tot im Palast vor und wird zudem beschuldigt, der Mörder des Herrschers zu sein. Wäre das noch nicht genug, wird seine geliebte Tochter Mithra entführt und Asura auf die Erde verbannt. Dass die impulsive Gottheit da auf Rache aus ist, ist durchaus nachvollziehbar, oder? Tell me what you've done with her. Asuras Wrath spielt sich wie das uneheliche Kind von God of War und Bayonetta. Im schicken Anime-Stil prügeln wir uns mit teils gigantisch großen Göttern, die mit ihrem Zeigefinger mühelos Mitteleuropa zerquetschen könnten. Die Inszenierung sucht hierbei ihresgleichen. Hier werden ganze Planeten von Schwertern durchbohrt, Asura schmeißt tonnenschwere Gegner durch die Luft und stemmt sich mit wutverzerrtem Gesicht und vollem Körpereinsatz gegen besagten Finger. Technisch ist Asuras Wrath zwar nicht mehr taufrisch, der farbenfrohe und leicht überzeichnete Grafikstil ist aber durch die Bank sehr stimmig. In den beiden von uns gespielten Kapiteln werden die spannenden Kämpfe fast ausschließlich mit Quicktime-Events ausgefochten. Ein kurzer Druck auf Dreieck und Asura weicht dem feindlichen Schlag aus, einmal den Stick nach rechts und unser Held entkommt knapp der vorbeizischenden Klinge. Das Ganze sieht zwar fantastisch aus und garantiert eine filmreife Inszenierung, die Interaktion reduziert sich dabei aber auf ein Minimum. In wenigen Situationen dürfen wir aber auch selbst dran. Hier dürfen wir uns nun zur Abwechslung frei bewegen, müssen Geschossen ausweichen und unser Gegenüber zu Brei kloppen. Wir wählen zwischen schwachen und starken Attacken, um unsere Wutanzeige am oberen Bildschirmrand aufzufüllen und entladen diese dann mit der Schultertaste. Das macht Asuras Wrath zum amüsanten und cineastischen, aber kaum anspruchsvollen Geschicklichkeitsspiel. Zumindest hinterlassen die beiden spielbaren Kapitel diesen Eindruck. Trotzdem macht der Titel einen Heidenspaß. Am laufenden Band klappt uns die Kinnlade angesichts der imposanten Inszenierung herunter. Wenn die Geschichte dann auch noch stimmt und wir etwas mehr Abwechslung neben den Quicktime-Events serviert bekommen, dürfen wir uns Ende Februar diesen Jahres auf geballte, kinoreife Götterkloppereien freuen.